Konnichiwa, Leute, da sind wir wieder zu einem neuen Part von The Witcher 3. Ich mach mal gleich direkt hier weiter mit den zwei Leuten hier. Irgendwas ist hier los, ich weiß auch nicht warum, was oder wie. Fragen wir einfach mal nach. Still here. You're back. Come to see how we unburden the world of was? Ghouls. Ich war doch noch gar nicht mal da, was wollt ihr von mir? Ich könnte euch helfen? I'm a Witcher. Could go with you and help. And steal the glory due us? No chance. Glory won't do much for you if ghouls are gnawing on your bones. When you're thinking it, makes sense. All right. You lead the way then. Ruhm und Ehre. Ich soll denen helfen? Wahrscheinlich werden die vorher sterben oder so. Weil die haben auch Leben. So eine Scheiße. Könnt ihr warten? Folgt mir. Ha! Hey, where you going? Wo wollt ihr hin? Ohne mich werdet ihr sterben. Oder ich töte die mal so schnell ich kann. Oh shit. Lass ihn in Ruhe. Greift alle mich an. Komm her. Lebt noch einer? Nein. Oh, die Renne bleibt stehen. Lauf bloß nicht weiter jetzt. Der ist schon fast tot. Vollidiot. Also so sieht es aus, wenn Gedärme in der Luft schweben. Lecker. Alter, chill. Ich bin nur ein paar Meter von dir entfernt. Ich sehe doch schon wieder was. What now? Oh, das sind die ganz starken eigentlich. Fertig? Last one. Drag the corpses outside. Burn them. Other ghouls don't scorn their cousin's corpses. Aye. True. It's good you came. Seems Freya watches over us to have let you here. We're grateful. And will be for long. Folk are generous with gratitude. Money, money. Not so much with coin. Hi. Sorry. Afterglow of the battle, we're still caught up. Damn, you slice them good. Here, for you. Thanks. Ja, vielen Dank. Farewell. What the fuck? Ich dachte gerade, der will mich angreifen und das Geld wieder nehmen. Alter. You've no respect for our customs. Not me, nor that witch. Was? Beschwert er sich gerade über uns? Was für ein Respekt? Hallo, ich hab dir gerade geholfen. Ist man so dankbar zu jemandem? Ich hätte dich sterben lassen können. Alter, was geht denn mit dir ab? Ich kann jetzt hingehen, wo ich will, ja? Ich passe nicht mehr auf dich auf. Auf Wiedersehen. Die sollen die Leichen hier rausschleppen und jetzt setzen die sich hin. Die werden sich noch wundern. So, hier kann man irgendwie noch hoch, oder? Darf ich hoch? Hallo? Also ist es eine Leiter als Attrappe? Weil ich komme hier nicht hoch. Na toll. Da ist der Ausgang, okay. Ich möchte mich aber nochmal hier ein bisschen umsehen, weil die sind ja einfach hier durchgerusht.
Ja, okay, Garrett will mir nirgendwo raufgehen. Dann lass es sein, mein Freund. So. Ja, da ist noch eine Kiste. Okay, dann können wir jetzt raus. Ach, hier ist auch noch was. Sehr schön. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Also wir sind auf Skellige. Okay, das wusste ich nicht mehr. Dann schauen wir uns doch mal diese Orte hier an. Erstmal. Ich weiß, ich wollte eigentlich einen Auftrag machen, aber wenn wir schon mal hier sind. Ja, ich laufe sogar schon da falsch. Das fängt super an. Oh Mann. Ich gucke immer auf die Hauptmission. Und ich sträube mich immer noch, die zu machen. Moment. Das geht schon wieder irgendwie nach oben und ich will nicht. Es ist immer so kompliziert, da rüber zu kommen. Es ist nicht das, was wir nicht gefunden haben, beziehungsweise ich. Und was ist das hier? Ein Eingang. Okay. Ein Eingang zu was? Mann, das ist echt dunkel hier. Ein Eingang zur Sackgasse? Na toll. Was ist das hier? Ist das ein Sarg oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ein Eingang. Ja toll, der führt mich aber nirgendwo hin. Das ist ja toll. Ich dachte, ich habe jetzt den Weg gefunden und der ist unterirdisch einfach nur. So, hier werde ich auf keinen Fall hochkommen. Moment. So. Ab hier ist Endstation. Scheiße. Ich will immer die schlimmsten Wege nehmen, wie man sieht. Immer direkt durch den Berg. Über den Berg. Und was weiß ich. So, das muss ja irgendwo einen Weg hier nach oben geben. Hoffe ich. Das wäre sonst ziemlich bitter. Und was ist das jetzt hier? War ich hier schon mal? Anscheinend, aber ich kann mich irgendwie nicht so erinnern. Wow, 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 Garrett. Alle heulen immer. Neue Markierung. Ein Friedhof. Ist das der Friedhof oder was? Warum sind das immer alles nur Frauen, die hier heulen? Können auch mal Männer weinen? Das wäre auch mal interessant. So, mal schauen. Verlassene Städte. Wegen den Wölfen oder was? What now?
willst du denn hin? Ah, okay. Die Wölfe haben ja die Leute terrorisiert. Und jetzt kommen sie wieder. So. Sehr schön. Ein Kaufmann. Hi. I'd like to look at your choice. Ja, mal gucken, ob er was Cooles hat für uns. Okay, er hat schon einiges da. Mal schauen. Erstmal ein bisschen den Schrott verkaufen. Was? Der hat schon kein Geld mehr? Oh Mann. Na toll. Vielleicht kaufe ich was und dann verkaufe ich wieder. Oh, ich habe nicht genug Geld. Ich gucke gerade. Oh, das kostet ja fast 2000, Alter. Krass. Okay. Och, Mann. So, jetzt wieder was verkaufen. So ein bisschen taktisch hier vorgehen. Was kostet das überhaupt? Erstmal kaufen, so. Waffenreparaturset. So. Mann, ich würde es schon gerne haben. Aber das wird leider nichts. Ich kann nämlich nicht so viel verkaufen jetzt. Na gut. Farewell. Jetzt haben wir wenigstens ein paar Schema-Sachen gefunden. So, das ist der Kaufmann. Was mit dir? Willst du kämpfen? Komm. Ich zeig dir, wie es geht. Ich mach mal lieber es nicht, dass ich den jetzt wirklich umbringe oder so. Also ich weiß nicht, ob es geht, aber ich teste es mal lieber es nicht aus. So. Wo ist die andere Markierung? Mal schauen. Da-da-dam. Hier. Nicht erkundeter Ort. Das ist irgendein kleines Dörfchen oder sowas. So, schon wieder eine verlassene Stätte. Das könnte sein, dass sie wieder Wölfe sind, weil ich die gerade höre. Hier ist auch Blut. Warte mal, da fliegt was. Das sind Harpien. Kommt mal, ihr kleinen Spastis. Noch einer? Cool. Kommt keiner zurück, oder? Autsch. Ich glaube, die Stätte bleibt verlassen. Abgeschlossen.
Wenn die angegriffen werden, wie können die denn die Tür noch abschließen? Hat man da nicht andere Sorgen, wenn man kurz davor ist, irgendwie zu fliehen oder so? Dann schließen die noch ab, oder was? Ich wette, alle Türen sind zu. Nein, okay, ich habe die Wette verloren. Shit. Ja, es brennt noch alles. Die müssen erst vor kurzem angegriffen worden sein. Mein Beileid. Ach, da ist ja noch mehr von Viechern. Oder Moment, da fliegt ja noch eine. Hallo. Na du? Mein Schwert ist hinüber. Jetzt kommen die Leute wieder. Immer drei Kerle irgendwie. ja. Huch, wo kommst du denn her? So, mal schauen. Wir müssen jetzt unser Schwert wieder reparieren. So. Mal ein bisschen gucken, was ich alles noch herstellen kann. So. Oh, überlegene Bombe. So, Zutaten überall wieder, die fehlen. Geisteröl. Gifte erhängen. Okay, das klingt ziemlich cool. Ja, jetzt kann ich das nicht machen. Scheiße. Wir haben zu wenig Zutaten einfach. Ich sammle schon wie eine Bekloppte hier, aber das bringt nichts. Kann ich Hühner nehmen als Zutat? Chicken Wings. Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Moment. Weltkarte. Mal kurz gucken. Also hier ist alles erkundet. Sehr schön. Aber ich... Oh mein Gott, alles unter Wasser. Unter Wasser ist es immer so scheiße irgendwie. Ziemlich schlecht zu sehen. Ja, dann gehen wir mal zum Boot. Ich möchte nämlich die Sachen mir eigentlich mal anschauen. Ich sträube mich zwar immer, unter Wasser zu gehen, aber irgendwann muss es mal sein. Ernsthaft, von wo kommst du denn jetzt? Ja, Slow Motion, beeil dich nicht. Das ist Kind schneller gewesen, Mann. Schäm dich. Da oben sind wieder Harpien. Die werden bald wieder angegriffen werden. Die haben ja gleich ein Nest nebenan.
Wo da ist das Boot? So. Cool. Okay, bevor ich jetzt aber aufs Meer rausfahre und mir die Orte versuche anzugucken, ich weiß nicht, ob ich die Dinge da finde, weil es ist immer ziemlich unübersichtlich. Und Gesellschaft haben wir auch meistens unter Wasser. Ja, ich glaube, das mache ich aber erstmal im nächsten Part. Also bis dahin. Ciao.